Mein Thema lautet Ursachen von rezenten Klimaänderungen. Welche Rolle spielt das CO2? Ich möchte nicht als Hochstapler hier erscheinen und muss Sie gleich am Anfang ein bisschen enttäuschen. Das sind mehr Fragen. Wer diese beiden Fragen wirklich beantworten könnte, verlässlich beantworten könnte, sodass sie in einer fachlichen Übereinstimmung anerkannt werden, ich glaube, der würde den Nobelpreis bekommen. Es ist viel bescheidener, was Sie von mir hören werden. Aber wir beschäftigen uns mit diesen Fragen und ich spreche darüber, weil ich auf diesem Gebiet selber publiziert und geforscht habe. Nun, der gute Gernot Patzelt hat darüber schon gesprochen. Hier will ich mal zeigen, ganz kurz nur, die Temperatur Vergangenheit der letzten 400.000 Jahre. Sie sehen relativ regelmäßige Muster. Es sind nicht ganz unumstritten die sogenannten Milankovitch-Zyklen, die hier eine Verursachung, auf die eine diese Zyklen zurückzuführen sind. Das sind drei Zyklen. Ich will nicht näher darauf eingehen. Astronomischer Art in Zyklenlänge mehreren 10.000 Jahren. Und was wir sehen hier, worauf ich eigentlich nur hinweisen möchte, ist, wir sind also ganz rechts hier oben, es wird wieder eine Kaltzeit kommen, weil diese Frage eben gestellt worden ist, wann diese Kaltzeit kommt, und zwar eine kräftige Kaltzeit. Wie Sie sehen, hier sind in den extremen tiefen Tälern, haben wir Temperaturen, die liegen 8 Grad unterhalb der heutige Mitteltemperatur. Das sind Katastrophen. Das sind keine Petitessen, das sind Katastrophen. Die werden kommen, wenn sich diese Zyklen fortsetzen werden, und davon müssen sie ausgehen. Wie gesagt, wir haben höchstwahrscheinlich etwas Zeit. Nun, als nächstes es gibt ja viele Rekonstruktionen der Vergangenheit. Temperatur in den letzten 10.000 Jahre, hier hat die letzte Kaltzeit war beendet, und das deckt sich mit dem, was Gernot Patzelt eben erzählt hat. Wir haben zwei Klima, große, dicke Klimaoptima beim Holozän, das war also etwa 4,5 und etwa 7.000 Jahre vor unserer Zeit, und wir haben danach Maxima, Klimaoptima, beispielsweise das römische, mittelalterliche Optimum. Wir haben Kaltzeiten, das Völkerwanderungspessimum. Wir haben die sogenannte kleine Eiszeit, das Maunderminimum. Und wir haben ganz zum Schluss eine Erwärmung wieder. Die sieht ja aber nicht mal so fürchterlich aus. Immerhin ist dieses Bild erstellt worden, unter anderem von Professor Schönwiese, der ja, ich würde doch schon mal sagen, zu den Alarmisten zählen darf. Trotzdem ist hier nicht sehr viel zu sehen in der jüngsten Zeit. Und genau auf diese jüngste Zeit hier möchte ich mich beschränken, also im Großen und Ganzen auf die letzten 250 Jahre. Darüber geht eigentlich mein Vortrag. Nun, der Titel lautete ja Ursachen von Klimaänderungen. Da muss ich gleich enttäuschen, über die Ursachen weiß man so gut wie nichts. Man weiß aber etwas über die Antriebe. Wir wissen etwas über die Antriebe, und ich zähle mal ein bisschen zusammen, was man über die Antriebe, die physikalischen Antriebe weiß. Zunächst vermutet man, dass Sonnenzyklen hier eine Rolle spielen. Ich habe die 6 bekannten Zyklen mal hier aufgeschrieben. 11, 22 Jahre, 87 Jahre, 210, 1000, 2300 Jahre mit großen Schwankungen. Bitte denken Sie nicht daran, dass diese Sonnenzyklen sich jetzt direkt in Temperaturreihen bemerkbar machen. Das ist nicht der Fall. Leider nicht. So einfach ist es nicht. In jüngster Zeit, das ist insbesondere Cafetta, der da viel publiziert hat, werden Planetenbewegungen diskutiert. Also der 64-Jahre-Zyklus, der in den Gleisberg-Zyklus hineinragt, wird vermutet, könnten die Bewegungen Jupiter, Saturn etc. verursacht sein. Dann haben wir natürlich, das wurde auch schon hier in einem Vortrag angesprochen, die Atmosphäre, Eis, Ozean, Wechselwirkung, also die großen dekadalen Oszillationen, pazifische, atlantische und so weiter. Natürlich Vulkanismus auch,
große Vulkanausbrüche bringen Aerosole in die Atmosphäre, das kühlt ab. Und jetzt aktuell, ganz aktuell, anthropogene Treibhausgase, im Wesentlichen das Kohlendioxid, aber auch Methan, Lachgas, FCKW-Werte. Und sechs, habe ich mal gesagt, und so weiter. Es gibt sicherlich noch weitere Antriebe, vielleicht entdeckt man noch welche. Also das ist noch nicht zu Ende, dieses Thema. Nun schauen wir uns mal nur als Beispiel den Sonneneinfluss an, der auf Klima, also hier in dem Fall auf Klimaparameter als Temperaturen, teilweise schon ganz gut nachweisbar ist. Als Beispiel zeige ich mal die kleine Eiszeit. Die sieht man sehr schön, weil ab ungefähr 1600 Sonnenflecken gezählt wurden mit Fernrohren und dokumentiert sind. Und man sieht hier, diese Zeit war praktisch sonnenfleckenfrei. Der Mechanismus, wie man das erklären kann, ist noch nicht gesichert. Es wird daran geforscht, aber leicht erklärbar. Die Sonnenflecken sind ein Hinweis auf die Stärke des Sonnenmagnetfelds. Das Sonnenmagnetfeld schirmt die kosmische Strahlung ab. Kosmische Strahlung macht Wolken, Aerosole, Wolken sind klimarelevant. Also diese Kette spielt hier eine Rolle. Also das ist eigentlich recht deutlich. Als weiteres aus einer Veröffentlichung von mir selber, bitte, das ist keine Temperaturreihe hier. Hier ist gegenübergestellt die blaue Kurve, die stammt von einem Stalagmiten. In der Stalagmiten, auf die komme ich noch zu sprechen. Und die rote Kurve sind Sonnenfleckenzahlen, aber nicht direkte Zahlen, sondern sie gehen jeweils 500 Jahre zurück, ziehen eine Regressionsgrade durch und schauen sich an, wie hat sich das verändert. Ist ein bisschen kompliziert, aber jeder Punkt ist so eine Steigung einer Regressionsgraden. Und Sie sehen, teilweise haben wir negative Werte, weil es ja eine Anomalie ist, teilweise positive Werte, aber wir finden eine einigermaßen vernünftige Übereinstimmung zwischen der Sonnenaktivität und dem Stalagmiten. Die Korrelation ist nicht berauschend, 0,6 hier in dem Fall, aber Psychologen, die wären glücklich, wenn sie solche Korrelationen hätten. Klimawissenschaftler nicht so sehr. Das nur als Beispiel. Und jetzt schauen wir uns diesen Stalagmiten mal an, um den es hier geht. Der wurde einer der besten Proxy-Daten der letzten 2000 Jahre. Inzwischen gibt es mehr. Es gibt auch sehr gute Baumringanalysen. Der wurde erstellt von der Arbeitsgruppe von Mangini, Universität Heidelberg. Zeitauflösung so ungefähr 2,5 Jahre, eine sehr gute Zeitauflösung. Man sieht also schon Einzelheiten hier drin, die auch mit der tradierten Historie, wenn Sie mal Biografien von Ludwig dem 11. oder sowas lesen, finden Sie das wieder, diese Dinge, die Sie hier sehen können. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen, ich will nur grob eingehen. Wir sehen also ganz grob einen Temperaturanstieg, der führt uns bis zum mittelalterlichen Optimum, natürlich mit Zwischenbewegungen, dann geht es runter zur kleinen Eiszeit und dann geht es wieder aufwärts. Das heißt, was wir heute haben, ist letztlich nur eine Erwärmung seit der letzten Eiszeit. Der grüne Punkt ist eine Messung, ich glaube im Jahre 2005, direkt in der Höhle. Das sind also Höhlentemperaturen in der Höhle. Deswegen wundern Sie sich nicht, dass die Temperaturschwankungen so klein sind. Nur jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern, zu den letzten 250 Jahren. Da gibt es leider nicht allzu viel wirklich verlässliche Monatsmittelwertreihen. Also zu Analysen können Sie nur Monatsmittelwerte benutzen. Deswegen werde ich immer wieder gefragt, Mensch, da gibt es doch noch mehr, warum hast du es nicht genommen? Und so, ja, man braucht Monatsmittelwerte und die Reihen dürfen nicht zu große Lücken haben. Also insgesamt haben wir im Grunde genommen nur sechs. Das ist Kremsmünster, wurde von Gernot Patzel schon mal gezeigt, Hohenpeißenberg, Prag, München, Paris und Wien. Na und ich wiederhole ja eigentlich im Grunde genommen, was Herr Patzel schon gesagt hat. Wir hatten tatsächlich ungefähr im Jahre 1800 ganz grob eine sehr warme Zeit, die fast so ein bisschen an unsere jüngste Zeit heranreicht, nicht ganz. Dann haben wir eine Abkühlung bis ungefähr ganz grob 1890 etwa. Und dann geht es wieder
aufwärts, unregelmäßig aufwärts. Also wir haben letztlich ein V, eine V-Shape, wenn man so will. Alle sechs Reihen haben das. Nun könnte man natürlich sagen, das ist vielleicht ein lokaler Effekt. Hier im Alpenraum, letztlich in Mitteleuropa, nicht? Also die Stationen sind nicht weiter als maximal 800 Kilometer voneinander entfernt. Aber nein, so ist es nicht. Es ist tatsächlich ein globales V. Sie sehen nämlich hier Folgendes. Schwarz, das nenne ich mal M6, Mittelwert von sechs Reihen. Schwarz ist die gemittelte Reihe dieser sechs Stationen, die recht gut zusammenpassen. Das ist schon mal ein Argument gegen manche Einwände, die sagen, ja, die haben früher nicht so genau gemessen und da sind viel Fehler gemacht worden. Das mag zwar alles sein, aber die stimmen erstaunlich gut überein. Alle Stationen, alle sechs, also die Leute waren früher schon sorgfältig. Die haben über Jahrhunderte lang die Station sehr gut gepflegt. Und jetzt haben wir blau, das ist ein Eisbergkern, der wurde von Graf und Mitautoren, wurde veröffentlicht und ist zugänglich auf der Webseite des AWI, des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Und man kann diese beiden Kurven miteinander vergleichen, indem man die Anomalie bildet und die Standardabweichung dividiert. Die technische Sache will ich jetzt nicht vertiefen. Dann kann man das machen. Und das kommt, jetzt ist etwas sehr Erstaunliches, was man hier sieht. Beide Kurven stimmen recht gut überein. Und ich möchte Sie auf zwei Besonderheiten noch aufweisen. Auf das Jahr 1800, das hier sogar stärker ist als rechts die Gegenwart, also der Eisbergkern geht nur bis 1995, aber insbesondere auch auf das Maximum in den 30er Jahren. Sie sehen hier, wir haben in den 30er Jahren eine sehr starke Erwärmung, da komme ich gleich noch darauf zurück. So, jetzt eine Abbildung aus einer Veröffentlichung, die ich zusammen mit Herrn Link und Herrn Ebert gemacht habe. Ebert hat ja gestern berichtet. Die ist schwarz, die ist eigentlich nur nebenbei. Die eigentliche Arbeit ging über was ganz anderes. Und zwar haben wir hier benutzt die Daten vom Goddard Institute for Space Studies. Nur 600 Reihen. Warum? Wir haben die Reihen rausgesucht mit Stationen mit möglichst wenig Einwohnern, Einwohnern unter 1000. Und haben also hier eine Kurve bekommen, die recht eine große Standardabweichung hat, also sehr viel schwankt, aber dennoch einigermaßen gut übereinstimmt mit den offiziellen globalen Mittelwertkurven. Rot ist von GIS, sind also die gleichen Daten wie von uns. Das sind doch die Originaldaten. Herr Ebert hat ja gesprochen, dass die Daten sich inzwischen geändert haben, kann ich nur bestätigen, kann, ist schrecklich. Aber ich habe es überprüft, wir hatten glücklicherweise noch die Originaldaten unverändert. Und blau ist die berühmte Kurve, hat Kurt vom Climate Research Unit in East Anglia in Großbritannien. Nun, wir sehen hier eigentlich was ganz Interessantes, das kam gestern auch in einem Vortrag schon zur Sprache. Wir sehen hier, dass wir erstmal einen Anstieg haben, die ersten, nur sagen wir mal, 30 Jahre des 20. Jahrhunderts, dann haben wir einen lang anhaltenden Temperaturabfall. Je nachdem, welche Kurve man nimmt, ist er kürzer oder länger, aber das hier ist er ziemlich lang. Also ich habe diese gestrichelten gerade mal an unseren Daten festgemacht. Und dann haben wir einen Anstieg zum Schluss, der relativ kurz ist, der gerade mal 25 Jahre ist. Länger haben wir gar nichts, wo wir eigentlich das CO2 festmachen könnten. Und dann haben wir wieder einen Temperaturabfall, den wir gerade auch gesehen haben. Da geht es wieder runter. Nun, um mich nicht der Ungenauigkeit zeigen zu lassen, möchte ich noch mal ganz deutlich sagen, ganz deutlich, das CO2 übt eine erwärmende Wirkung aus. Das sagt uns die Physik, das sagten uns Spektralmessungen. CO2 absorbiert Infrarot, gar keine Frage. Bloß die Größe, die Stärke dieses Effektes ist etwas unsicher, ist gar nicht so leicht, das zu machen. Ich will dir mal kurz den Bereich sagen. 0,5 Grad bei CO2-Verdopplung, das ist von Professor Harde durch sorgfältigste spektroskopische Analysen Helmut-Schmidt-Universität gemacht worden, bis 1,2 Grad. Spielt eigentlich keine Rolle.
ich will nochmal sagen, die Schwankungsweise ist recht groß. Bloß wir sehen das nicht. Denn es ist ganz klar, das, was Sie hier sehen, passt mit einem kontinuierlichen Anstieg des CO2 nicht zusammen. Das ist ja schon mehrfach erwähnt worden. Das heißt nicht, dass es diesen Einfluss nicht gibt. Wir sehen ihn bloß nicht. Und worum es jetzt geht in den nächsten Folien, auch in meiner Arbeit, geht darum, wir haben nach diesem Einfluss gesucht. Könnten wir ihn nicht irgendwie rausbekommen? Ich wäre froh gewesen, wenn wir ihn gefunden hätten, hätten wir eine Aussage gehabt. Wollen wir mal schauen, was man dazu sagen kann. Die Antwort ist nicht so ganz klar, leider. Nun, was gibt es da für Arbeiten? Erstaunlich wenig. Also mich hat das immer schockiert. Hier liegen über Jahrzehnte Tausende von Temperaturreihen in Datenbänken, die zugänglich sind für die Öffentlichkeit. Jeder kann daran. Keine Arbeiten drüber. Niemand hat sie bis jetzt analysiert. Sie dürfen sich Ihren Reim draus machen. Warum? Ich weiß es auch nicht, ich will dazu nichts sagen. 2011 gab es zwei grundlegende Arbeiten. Jetzt ist doch jemand rangegangen, und zwar Professor Maller von der Berkeley Universität. Das Projekt hieß Berkeley Earth Surface Temperature, abgekürzt als BEST. Ist nicht durchs Peer Review durchgekommen, wegen erheblicher fachlicher Mängel. Na gut, aber es ist trotzdem eine ordentliche Zusammenfassung. Interessanterweise, ich habe letztes Jahr schon mal bei einer Konferenz darüber berichtet, ich wurde von der Süddeutschen Zeitung dann gescholten, ich hätte dem BEST-Studie nicht genannt, die war genannt, er hat bloß nicht gesehen, dass die auf einer Folie drauf war als Kurve, und außerdem BEST ist nicht peer-reviewed. Na gut, Ergebnis, ein Viertel aller Reihen, ein Viertel weltweit zeigt Abkühlung. Das heißt, wir haben also global keineswegs eine gleichmäßige Temperaturentwicklung. Diese Reihen, die abkühlen, sind hauptsächlich in der Südatmosphäre konzentriert. Seine Schlussfolgerungen, seine, keineswegs seiner, aller seiner Mitautoren, ist, ohne CO2 sei der Temperaturanstieg des 20. Jahrhunderts nicht erklärbar. Also ich finde das in wissenschaftlicher Hinsicht eine etwas armselige Aussage. Wenn ich sage, ein Phänomen ist durch etwas anderes nicht erklärbar. Also ich hätte andere Erklärungsmöglichkeiten, aber na gut, so ist die Aussage. Die zweite Arbeit, die stammt von uns, alles drei EIKE-Mitglieder, Lüdecke, Link, Ebert, wurde veröffentlicht, kam also durchs Peer Review wirklich durch. Und wir haben hier nicht 30.000 Reihen bei BEST, das waren aber teilweise sehr kurze Reihen. Wir haben wirklich lange Reihen genommen, kontinuierliche Reihen, etwa 2.500, und haben im Grunde genommen ja auch nicht fürchterlich was anderes gefunden als BEST. Auch wir haben gefunden, dass ein Viertel aller Reihen Abkühlung zeigt. Schon mal bemerkenswert. Aber wir konnten auch noch etwas zusätzlich machen. Wir haben die Persistenzanalyse angewendet. Es würde zu weit führen, das zu erklären. Ganz kurz ein Wort dazu. Temperaturreihen haben ein Gedächtnis. Die sind nicht zufällig. Merken Sie an Wettersituationen. Nicht? Langfristige Wettersituationen, die spielen, die bilden sich da ab. Und dieses Gedächtnis, also letztlich ist eine Autokorrelation, sozusagen eine ältere Temperatur, also eine neue Temperaturwert, erinnert sich ein bisschen, was vorher passiert war. Das hat erhebliche Konsequenzen. Das bedeutet nämlich, dass solche Temperaturen auch natürliche Anstiege und natürliche Abstiege aufweisen können, die sie bei rein zufälligen Reihen gar nicht haben. Also eine interessante Geschichte. Ich will es kurz machen, man kann mit der Persistenzanalyse, das ist die Veröffentlichungen sind sehr jung, kann man genau sagen, welche Reihen sind unnatürlich. Mit unnatürlich ist gemeint, über die Persistenzeigenschaft hinaus haben diese Reihe einen Trend, einen externen Trend. Zum Beispiel kann dieser externe Trend CO2 sein. Dieser externe Trend könnte Sonneneinfluss sein, irgendetwas, man weiß es nicht. Man kann nicht rauskriegen, wo der Trend herkommt. Und wir haben also hier gefunden, 30% aller Reihen sind unnatürlich. Nur 30%, aber immerhin, 30% sind unnatürlich. Von einem externen Trend bestimmt. Ursache des Trends unbekannt. Schlussfolgerung, unsere Schlussfolgerung, falls CO2 dieser Trend sein sollte, kann er allenfalls schwach sein, marginal sein. Also das ist immerhin eine Aussage, auf die wir
ja, auf die wir uns stützen können. Es geht aber noch weiter. Wir haben jetzt, das ist eine neuere Arbeit, die ist eingereicht, ist auch schon durch, aber wir müssen noch nachbessern, ist auch gleich an welchem Punkt, und zwar berechtigt. Die ist erschienen im Copernicus Discussion-Seite, also die haben ein eigenartiges Peer-Review, erst Peer-Review, dann wird es 8 Wochen öffentlich reingestellt, kann jeder meckern drüber und dann wird nochmal und so weiter. 2012 ist die erschienen und wir haben analysiert die 6 Temperaturen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, und den Stalagmiten haben wir analysiert. Links ist der Mittelwertreihe dieser 6 Stationen. Fourier-Analyse, die Fachleute unter Ihnen werden das kennen, die anderen wissen es nicht. Ich will mal ganz kurz sagen, man sucht in solchen Reihen nach Sinusfunktionen, also sind da diese Dinge drin. Und wir sehen hier, die Zahlen, die Sie hier sehen, sind die Periodenlängen. Wir haben ja schon deutliche Perioden, also hier in dem Fall ungefähr 250 Jahre, 80, 60, 47, 34, das sehen wir in den Messreihen. Beim Stalagmiten sehen wir mehr. Klar, der ist auch länger. Leider ist der hier nur 250 Jahre lang, der, oder etwas über 250 Jahre, dann ist es immer verdächtig, weil die längste Periode, die entspricht der Länge der Reihe, das ist also ein Kritikpunkt, den man muss mal beachten. Schön. Nur wenn man jetzt sich das mal anschaut und sich mal die berechnete Periode mit der gemessenen Periode anschaut, sieht man das, was hier hauptsächlich mit Oberwellen zu tun hat. Das ist ganz interessant. Also wenn man hier die Grundfrequenz, mal die Grundperiode 248 Jahre ansieht, dann sehen Sie auf der linken Seite die berechnete Periode von der Oberwellen her, rechts sehen Sie die gemessene und das gleiche rechts für den Stalagmiten. Also mit anderen Worten, Sie haben dort ganz, ganz wenige Grundperioden, die so eine Temperaturreihe bestimmen. Also ein interessantes Ergebnis, wird aber noch interessanter, denn wir haben jetzt ganz kühn Folgendes gemacht, das ist ganz empirisch, ganz empirisch. Wer sich mit Fourier-Analyse auskennt, weiß also, dass es hier eine diskrete Fourier-Analyse, weil ja die keine kontinuierliche Funktion ist. Wir müssen sie also vom Frequenzbereich wieder in den Zeitbereich, dann kommen sie wieder genau dorthin, wo sie waren. Also es geht keine Information verloren. Aber man kann ja sagen, ja, ich nehme nicht alle Frequenzen. Es wären hier über 125 Frequenzen, wären das. Ich nehme nur die 6 stärksten. Das ist sehr, sehr wenig. Und wenn ich das mache, ganz naiv die nehme und zusammensetze, also die Reihe davon bilde, dann ist die Übereinstimmung mit der gemittelten, gemessenen Kurve extrem gut. 0,96 Pearson-Koeffizient, Korrelationskoeffizient ist verdammt gut. Sie sehen hier, schwarz ist die gemessene Reihe, gemittelt ist das gleitendes Mittel, rot ist das Modell. So, jetzt haben wir, daraus können wir Schlussfolgerungen ziehen, die gute Übereinstimmung, das fällt Ihnen sicherlich auf, kann durch keinen zusätzlichen Einfluss wie CO2 verbessert werden. Da haben die Reviewer eingehakt, und zwar zu Recht, das müssen wir noch herausstellen, ist das wirklich, liegt das vielleicht an was anderem, dass die sich irgendwo drin versteckt, aber unsere Vermutung aus dem Modell, Sie sehen rechts oben die blaue gestrichelte Linie, es wird wieder kühler. Das folgt aus unserem Modell. Also wir haben, man soll über Zukunft jetzt keine Vorhersagen machen, aber wir machen die. Es wird kühler. Und dann haben wir noch Folgendes gemacht. Dann haben wir auch eine Wavelet-Analyse gemacht. Wavelet-Analyse ist wie eine Fourier-Analyse, bloß Sie können hier sehen, wann die Maxima dieser Sinusfunktion auftreten. Und hier sehen Sie was ganz Interessantes, die 120-Periode geht fast übergangslos in die 250-Periode über. Ich hätte das nicht bemerkt. Herr Hempelmann, der da mitgemacht hat, hätte es auch nicht bemerkt. Aber der dritte Autor, Herr Weiß, der war Laserspezialist an der Physikalischen Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Und der sagt, das habe ich doch schon mal gesehen irgendwo. Und tatsächlich, das ist nichts anderes als eine Frequenzverdopplung beim Übergang ins Chaos. Das sehen Sie hier, das ist ein Foto aus seiner Wohnung, wo er
aus seiner Forschung früher so etwas mal aufgenommen hat. Und hier haben wir diese Frequenzverdopplung, die geht immer schneller. Hier haben wir die Grundfrequenz, hier ist Frequenzverdopplung, was wir eben im Wavelet-Diagramm sehen. Das würde dann weitergehen bis zum Chaos. Vermutung, Klimaveränderung oder Klimaursachen könnten auch auf Dinge zurückzuführen sein, auf chaotisches Verhalten. Und chaotisch verheißen heißt, sie können nicht direkt die physikalischen Ursachen, es gibt ja die physikalischen Ursachen, aber sie können nicht direkt auf physikalische Ursachen zurückzuführen sein. Das ist also die letzte Aussage. Die wurde übrigens als ganz interessant empfunden von den Peer-Reviewern. Die dürfen wir sagen, aber das mit dem CO2 dürfen wir noch nicht sagen. Da müssen wir noch was machen. So, ja, das war's. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.